Jo, moin Leute. Ja, Winter, draußen ist Minusgrade. Winterzeit ist Schrauberzeit. Ich habe meine Raximo-Griffe bekommen und die werde ich heute anschrauben. Ich bin nicht gesponsert von Raximo, werde nicht unterstützt und mache auch keine Werbung, sondern nur eine Empfehlung von Motorradfahrer zu Motorradfahrer. 4000 und mehr Farbkombinationen kann man sich dort aussuchen. Und wenn man einen Italiener fährt, ja, würde ich mal sagen, Tricolore, Bella, ja, verändert das ganze Motorrad und passt auch absolut spitzenmäßig. Und die möchte ich heute hier ranschrauben, schauen, ob das alles so funktioniert. Sehr geil verarbeitet. Für die Rennstrecke. Ursprünglich für die Rennstrecke. Dann ist es so, wenn du ja, eine Rennstrecke für 4 Tage angemietet hast und ja, du solltest mal einen Rutscher, einen Sturz haben und der bricht der Bremshebel ab, ist rein theoretisch das Wochenende gelaufen. Aus dem Grund braucht man sowieso Ersatzhebel, Ersatzteile, Bremsbeläge. Und da ich mir so einen zweiten Hebelsatz mitnehmen wollte, kann ich mir auch diese geilen Klappgriffe bestellen und macht die als Hauptgriffe und die originalen als Ersatzgriffe drauf. Vorteil, längenverstellbar, klappt im Umfaller nach oben, also bricht nichts und nach unten klappt da gar nichts. Und die möchte ich jetzt anschrauben und mal schauen, wie ihr die findet. Schreibt in die Kommentare, würdet ihr euch sowas bestellen im Set? Links und rechts 119 Euro, individuell selbst zusammen konfiguriert. Jedes Teil, jede Farbe könnt ihr bestimmen. Ich glaube, am folgenden Tag geht es raus. Also 2 Tage nach der Bestellung ist es im Kasten und das individualisiert auf dich selbst. Das ist schon ein geiler Laden. Ideal natürlich so eine beheizte Garage im Winter, Gold wert und ein Montageständer, um auf einer würdigen Höhe zu arbeiten, ist unschlagbar. Übrigens auch neu hier mein Grip, Tankgrip zum Anlehnen mit den Beinen auf der Rennstrecke. Dass man beim Bremsen nicht nach vorne rutscht und wenn man mal ja, ein bisschen Hanging Off ja, mehr als normal machen möchte, braucht man ein bisschen Grip, dass man nicht abrutscht und dann irgendwann von seinem Moped fällt. Immer dann peinlich, wenn man gerade überholen ist. Bremse ist ein bisschen tricky, um diesen Bolzen herauszubekommen, muss man diese Hülse austreiben, nennt man das so schön. Das erfordert ein bisschen Geschick, guterweise ein Durchschlag oder ich sag mal eine Schraube und dann. Treibt man diesen aus. Jetzt aufpassen, es sind mehrere Federn in diesem Hebel, dass die nicht wegfliegen. Okay. Schau. Diese kleine. Und nun kann man diesen entnehmen. Habt keine Angst, wenn ihr den aus dem Bremsschaft herausnehmt aus diesem Zylinder, Bremszylinder. Es kommt keine Bremsflüssigkeit ausgelaufen. Das ist schon mal eine wichtige Information.
Und wichtig ist, die Gummihülse hier wieder sauber überzustülpen, damit dort kein Schmutz hineinkommt. Ich fand, das war noch wichtig zu erwähnen. Man bekommt den nicht mit der Hand oder mit dem Schraubendreher ausgedrückt. Deswegen so ein Schraubstock ist nicht die schlechteste Sache. Und kleiner Nachteil, man muss dieses Geraffel jetzt wieder so ein bisschen zusammenbauen, wenn man den als Reservegriff mitnehmen muss, möchte. Okay, weiter geht's. Ansetzen. So, ich hoffe, das Heißgebläse ist nicht so laut und ihr versteht mich noch. Also, um diesen Bolzen zu lösen, müsst ihr den Griff auch lösen. Und dann ist es eigentlich nur noch tauschen. Raus. Okay. Noch eine Hülse drin. Die müsste auch wieder rein. Okay, so, Kupplungsseil wieder einhängen. Sehr fein. Und das Spiel einstellen. Soll natürlich auch bleiben. Also vom Gefühl her ein bisschen noch. Ja, für Monsterhände. Aber ich denke, das muss man ja testen, ob sie gut trennt. Aber ich denke, Stellung 3. So, wenn sie jetzt umfällt, geht der Klapper nach oben. Not bad, not bad. In diesem Sinne, ich wünsche euch Spaß beim Schrauben und ja, 6 Wochen, 8 Wochen kann die Saison wieder losgehen, hoffe ich doch. Alles klar, wir sehen uns.